Und das wird dir sagen, wie viel du Jesus Christus Gott wert bist, dass er sogar sein Leben für dich gegeben hat. Es kann dir gar keinen Titel geben und kein Abschluss wird für dich sterben. Es gibt nur einen, der für dich gestorben ist. Deswegen, wenn du dich leer füllst, lass dich füllen von Jesus. Liebe Gemeinde, seid alle herzlich willkommen. Liebe Geschwister, liebe Gäste, liebe Freunde und liebe Gäste auch über den Livestream, seid alle herzlich willkommen hier in der Gemeinde, um Gottes Wort zu hören und auf dieses Lied, was wir gerade gehört haben, zu antworten. Komm heim zu Jesus Christus. Das ist das erste Zeichen, was Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa. Und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Wir feiern heute Abendmahl. Vielleicht wird sich der eine oder andere gefragt haben, warum heißt die Predigt die Hochzeit? Warum hören wir eine Geschichte, die man vielleicht eher zu einem anderen Anlass predigen würde? Und ich war im Gespräch mit einem Jugendlichen und hatte gefragt, die Hochzeit zu Kana. Die kennst du doch. Ja, die kenne ich, habe ich schon ganz oft gehört. Und ich möchte euch alle einladen, auch Kinder, Teenager und Jugendliche. Ich weiß, ihr habt diese Geschichte wahrscheinlich schon so oft in eurer Kindersabbatschule oder in eurem Dienstkreis oder wo auch immer gehört. Aber in der Bibel steht, das ist das erste Zeichen. Und hier offenbarte Jesus seine Herrlichkeit. Und dann sagten mir die Jugendlichen, Wasser zu Wein? Ich meine, schön, dass sie ein paar Tage weiter feiern konnten. Aber was hat das jetzt mit mir zu tun? Ich meine, allein deshalb glaube ich jetzt nicht mehr an Jesus. Ist ja toll, dass die damals ein bisschen weiter feiern konnten, aber 2000 Jahre später, ich meine, kein Tropfen ist übrig geblieben für mich. Wie soll ich da bitte die Schönheit Jesu drin erkennen, dass die damals weiter feiern konnten? Vielleicht warst du schon mal in einer Kunstausstellung und bist da reingegangen und hast die Gemälde gesehen und dann fällt dir auf, da ist ein Mensch, der bleibt vor dem Gemälde stehen, während die anderen hingehen, schauen, weitergehen. In meiner Familie haben wir einige Künstler. Mein Cousin ist professioneller Künstler und er macht unglaublich schöne Kunstausstellungen, Bildergalerien. Und wenn ich seine Bilder sehe, da staune ich. Ich kann so lange drauf schauen und denke mir, wow. Und dann gibt es Leute, die sehen auf das Bild, aha, okay, und gehen einfach weiter. Versucht euch mal hineinzuversetzen in einen Menschen, der vor diesem Bild stehen bleibt, hinschaut, hinschaut und nicht mehr wegschauen kann, während andere einfach weitergehen. Und ich lade euch heute ein, dass ihr die Schönheit Jesu, dieses Bild, was hier in der Hochzeit von Kana gezeichnet wird von ihm, dass ihr hinschaut und nicht so schnell weitergeht, sondern dass ihr die Schönheit von dem, was hier steht, auf euch wirken lasst, wie bei so einem Gemälde. Somit lade ich euch ein, geht mal mit mir in den Text hinein, Johannes Kapitel 2. Johannes Kapitel 2. Und hier wird gleich in den ersten Versen 1 und 2 berichtet, was hier passiert ist. Johannes Kapitel 2, 1 und 2. Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Die Hochzeiten zur damaligen Zeit, die sind nicht unbedingt so vergleichbar mit unseren Hochzeiten. Ich kann mich erinnern noch, wie Lissi und ich in diesem Haus hier geheiratet haben. Aber die Hochzeiten im Orient sind vergleichbar zu unserer Hochzeit nochmal eine ganz andere Liga. Da kommen ein paar mehr hundert Menschen zusammen. Und es ist so, dass sogar das ganze Dorf zusammenkommt. Das ist nicht nur eine private Angelegenheit einer Familie, das ist eine Sache von der ganzen Sippe, vom ganzen Dorf. Und die Dauer solcher Hochzeiten, die war jetzt auch nicht nur auf 2 Tage beschränkt, wie bei uns manches Mal. Da feiert man gleich mal eine ganze Woche. Könnt ihr euch ja schon überlegen, wen man fragt für die Koordination
des Essens. Das ist nochmal eine andere Challenge. 7 Tage lang managen, dass Hunderte von Menschen zu essen haben. Morgens, mittags, abends und die Getränke und so weiter. Und was passiert, wenn jetzt jemand, der diese Hochzeit koordiniert und plant, sich irgendwie fehlkalkuliert hat bei den Getränken? Ich sag euch eins, an diese Hochzeit wird sich jeder im Dorf erinnern, bis ans Lebensende. Nicht, weil sie so schön war, sondern weil es die peinlichste Hochzeit war aller Zeiten. Und ich denke mir, Johannes, der Hintergrund, Johannes schreibt sein Evangelium als letzter der Evangelienschreiber. Am Ende des 1. Jahrhunderts kommt Johannes nochmal auf die Idee, ich schreibe nochmal ein Evangelium über Jesus Christus. Johannes, wozu? Ich meine, Matthäus hat es schon gemacht, Markus hat es schon gemacht, Lukas hat es schon gemacht. Wozu noch einmal? Wenn Johannes es nicht gemacht hätte, dann wäre dieses erste Zeichen nicht überliefert für uns, an dem Jesus zum ersten Mal seine Schönheit zeigte. Danke, Johannes, dass du das getan hast. Denn jetzt auf einmal kommt zum Riesenproblem auf dieser Hochzeit. Alle sind am Feiern, am Tanzen, am freudig sein. Und dann mittendrin kommt auf einmal dieser Vers 3, als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Du, sie haben keinen Wein mehr. Sie haben keinen Wein mehr. Warum kommt eigentlich Maria zu Jesus mit dem Anliegen? Weiter unten in der Geschichte ist die Rede von einem Speisemeister. Das wäre doch die Person, zu der Maria hingehen sollte. Ne? Scheinbar dürfte Maria ein gewisses Bild von ihrem Sohn gehabt haben. Und so wie sie ihn zu Hause natürlich auch großgezogen hat und Jesus ihr immer geholfen hat zu Hause, hat sie sich gedacht, ja, den kann ich jetzt einmal wieder anfangen. Jetzt mach doch mal was, oder? Und umso erstaunlicher kommt die Antwort von Jesus. Das ist ein bisschen verstörend, wie Jesus antwortet. Der passt irgendwie gar nicht so in mein Jesus-Bild rein. Jesus spricht zu ihr: Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Ich denke mir, puh, okay, was machen wir mit solchen Texten? Manche blättern schnell rüber. Ah, da kommt noch eine schöne Aussage über Jesus. Klingt vielleicht ein bisschen besser zum Verdauen, ja? Wenn man so ein paar Kommentarschreiber liest, dann schreiben sie diese Aussage, die kann man zwar negativ verstehen, aber sie kann durchaus auch einfach neutral verstanden werden. Interessant ist, dass auch Jesus am Kreuz seine Mami auch mit Frau anspricht. Schau, da ist dein Sohn, Johannes, der sich um dich kümmern soll. Aber mit anderen Worten, was hier in dieser Aussage meines Erachtens nach gesagt wird, ist, du Mami, ich bin zwar dein Sohn, aber ich glaube, der Zeitpunkt ist gekommen, dass auch du erkennen musst, dass ich nicht dein Sohn bin, sondern dass du meine Tochter bist. Es ist das erste Mal, an dem Jesus seine Herrlichkeit offenbart. Und Maria muss auch irgendwann in ihrem Leben lernen, dass sie zwar Jesus das Leben gegeben hat als Mutter, aber dass dieses Kind, was sie geboren hat, nicht irgendein Kind ist, sondern dass es der Sohn Gottes ist. Und dass sie als Kind Gottes eigentlich genauso Erlösung braucht von dem, zu dem sie hingeht und sagt, hey, die brauchen Wein, mach mal was. Und dann kommt diese eine Aussage, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Die ist so komisch, die ist so ein bisschen rätselhaft. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal drüber gestolpert seid, aber wenn er sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen, das erinnert mich viel mehr an meinen Unterricht, Religionsunterricht hier in der Schule, wenn ich mitten im Unterricht bin und dann eine Frage stelle und dann zu jemandem hinschaue und die dann sagen, ich bin unschuldig, ich war's nicht. Scheinbar war dieser Schüler nicht konzentriert auf den Unterricht, sondern war gedanklich irgendwo anders. Und ich habe so den Eindruck, dass Jesus hier mitten am Feiern ist, mitten in der Hochzeit und dann kommt die Mama. Und Jesus, wie als hätte er so einen Tunnelblick, hört diese Aussage, die brauchen Wein, der Wein ist aus. Was? Meine Stunde ist noch nicht gekommen, was ist los? Jesus, gedanklich, wo warst du unterwegs? Auf der Hochzeit? Ich weiß noch, bevor ich geheiratet hatte, da gab es eine Hochzeit, wo ich in diesem Saal saß. Neben mir saß meine Freundin, jetzt meine Frau.
Und wir saßen da drüben in diesem Flügel. Und hier vorne war eine Hochzeit. Die Braut, schön gekleidet, der Bräutigam. Und ich saß mit meiner Freundin in diesem Raum hier. Und während die Predigt lief, habe ich plötzlich, bin ich bei einem Gedanken so hängen geblieben und bin so ein bisschen abgedriftet gedanklich von der Predigt und habe dann an etwas anderes gedacht. Frage an euch, bevor ihr geheiratet habt oder auch wenn du nicht verheiratet bist oder vielleicht du schon mal auf einer Hochzeit wart, als ihr schon mal auf einer Hochzeit wart, vor eurer Hochzeit und du bei der Predigt zugehört hast und du dann gedanklich plötzlich irgendwann mal einen Aussetzer hattest, an was hast du damals gedacht? Das ist keine rhetorische Frage, ihr dürft gerne antworten. An was habt ihr damals gedacht? Eine Idee? Ihr müsst euch nur hineinversetzen in solche Momente. Das ist Ralf, genau das ist es. Und das habe ich mir damals auch gedacht, als ich hier war und die Hochzeit sah und dann war ich plötzlich gedanklich weg und dachte, boah, wie wird es sein, wenn ich vielleicht Lissy heirate, die gerade neben mir sitzt als Freundin. Wie wird meine Hochzeit sein? Und ich frage mich an der Stelle, Jesus, du warst vielleicht gedanklich woanders, dass du plötzlich von deiner Mama angesprochen wirst, sie haben keinen Van mehr, meine Stunde ist noch nicht gekommen. An was hat Jesus gedacht? Es steht nicht in der Bibel, aber schaut mal ins Kapitel 3, Vers 29. Ich könnte mir vorstellen, an was Jesus vielleicht gedacht haben mag. Johannes Kapitel 3, 29. Hier spricht Johannes der Täufer. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Was sagt Johannes? Er sieht sich in diesem Bild gesprochen als Freund des Bräutigams und sagt, der Bräutigam, wenn der kommt, dann kommt er zu der Braut und das ist jetzt erfüllt. Von wem redet er? Er redet von Jesus. Jesus ist der Bräutigam. Und wer ist die Braut? Das sind die Menschen, für die er gekommen ist. Mit anderen Worten, du schaust das ganze Alte Testament bis hin zur Offenbarung, Kapitel 21, und du wirst dieses Bild sehen von einer Hochzeit, dass eines Tages der wahre Bräutigam kommen wird zu der wahren Hochzeit, um die es geht, nämlich die Hochzeit des Lammes, Offenbarung 21. Und es heißt dort, es ist gekommen, die Hochzeit des Lammes, und seine Braut hat sich bereitet. Wozu ist Jesus in die Welt gekommen? Schau auf das Bild. Schau genau hin. Die Schönheit Jesu Christi. Die Schönheit der wahren Hochzeit. Jesus ist der Bräutigam. Und wozu ist er in unsere Welt gekommen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen, sagte Jesus. Was meint er damit? Schaut mal in Johannes Kapitel 7, Vers 20. Da war er mal wieder in einer Diskussion mit den Schriftgelehrten. Und es ist ein hitziges Gespräch geworden, so weit, dass sie zu ihm sagten, dich müssen wir loswerden. Am liebsten gleich. Und Johannes schreibt in Kapitel 7, Entschuldigung, das ist Vers 30, da suchten sie ihn zu ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter blättern, kommen wir ins Kapitel 13, was wir auch später hören werden. Die Fußwaschung. Die Fußwaschung ist der letzte Abend des Lebens von Jesus. Und im Vers 1 steht, vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Und an demselben Abend, als sie in den Garten Gethsemane gingen, Kapitel 17, Vers 1, sagt Jesus, so redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Frage, was ging Jesus auf der Hochzeit in Kana durch den Kopf, als er zu seiner Mutter sagte,
meine Stunde ist noch nicht da. Während sie alle am Feiern waren, alle am Lachen waren, alle am Tanzen waren, saß Jesus da, gedanklich vertieft und wusste, damit die wahre Hochzeit zustande kommen kann, muss erst seine Stunde kommen. Damit der Bräutigam seine Braut zu sich nehmen kann, muss die Stunde kommen, an der er seine Herrlichkeit offenbart. Und bei der Herrlichkeit Jesu, da geht es nicht um einfach nur irgendwas, ein Wort, schön, herrlich, so. Die Schönheit Jesu wird ersichtlich am letzten Tag seines irdischen Lebens, am Tag seines Kreuzestodes. Das ist die Schönheit und die Herrlichkeit, die, wenn du auf dieses Bild genau hinschaust, du mit der Zeit nicht an dem Bild vorbeigehen wirst. Sondern wenn du da hinschaust, was es dem Bräutigam gekostet hat, seine Braut zu gewinnen, um diese Hochzeit zu versiegeln, dann wirst du sehen, es hat dem Bräutigam alles gekostet. Und daran denkt Jesus, als er auf der Hochzeit in Kana war. Maria weiß das natürlich nicht und auf einmal kommt Maria dann zu den Dienern und sagt, alles, was er euch sagt, das tut. Sie war sich sicher, irgendwas wird Jesus tun. Und dann überlegt sich Jesus und sagt, okay, ich tue etwas. Vers 6, es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge, das ist immer wieder in Johannes 2, für die Reinigung nach jüdischer Sitte und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Das sind circa 100 Liter, Pi mal Daumen. 6 steinerne Krüge mal 100 Liter sind 600 Liter. Und Jesus sagt jetzt zu den Dienern, geht hin und schöpft Wasser und füllt diese Gefäße. Wenn du an der Stelle dieser Diener wärst, was würdest du dir jetzt denken? Mein Vorgesetzter ist der Speisemeister, richtig? Der hat Stress. Denn wenn diese Hochzeit mitten in der Hochzeit zu Ende geht, weil sie keinen Wein mehr haben, dann ist der Speisemeister dran. Aber dann sind auch seine Angestellten dran. Und jetzt kommen die Diener und Jesus sagt, füllt mal auf mit Wasser. Was meint ihr, wie lange das dauert? Da müssen sie zu einem Brunnen laufen und mit so kleinen Gefäßen schöpfen, um diese 600 Liter zu füllen. Das ist nicht wenig. Und im Hinterkopf der Gedanke, wir brauchen Wein, wir brauchen Wein und wir laufen mit Wasser. Versteht ihr? Das ist einfach irrational. Jesus, es macht irgendwie nicht viel Sinn, was du gesagt hast. Aber Jesus sagt, füllt sie mit Wasser. Was sind das eigentlich für Krüge? Steinerne Krüge zur Reinigung nach jüdischer Sitte. Dazu müssen wir ganz kurz, Klammer auf, etwas zu verstehen zur kultischen Reinigung der Juden. Die Juden, vor allem die ganz Frommen, die haben sich für alles und für nichts gereinigt, damit sie geistlich vor Gott rein dastehen. Gehst du auf den Markt, kannst du dich verunreinigen, obwohl die anderen Leute auf dem Markt auch gläubige Juden sind. Aber wenn du sehr fromm bist und auf dem Markt warst, dann gehst du nach Hause und taufst dich nochmal. Tatsächlich steht an diesen Stellen, Markus Kapitel 7, Baptizo, sie tauften sich. Ja? Das waren Wasserreinigungen, Körper. Und sie reinigten nicht nur sich, sondern Bänke, Stühle, Gefäße, alles Mögliche wurde ins Wasser getaucht. Und natürlich reinigtest du auch deine Füße. Aber die Idee dahinter war, ich reinige mich, damit ich vor Gott gerecht stehe. Kultische Reinigung. Auf gut Deutsch, dieses Wasser in diesen Krügen ist eigentlich dafür da, damit ich vor Gott gerecht stehen kann, sodass er mir vergibt. Und jetzt nimmt Jesus genau diese Krüge, die diese Funktion haben und dieses Wasser, was das bedeutet, zur Vergebung, zur Reinigung, um vor Gott gerecht dazustehen und sagt, füllt mal auf. Und dann sagt er ihnen, und jetzt schöpft daraus und bringt es dem Speisemeister. Was meint ihr wohl, als diese Diener dieses Wasser schöpfen und da reinschauen und sich denken, okay. Und dann gehen sie hin zu dem Speisemeister auf dem Weg. Was meint ihr, was die wohl auf dem Weg sich gedacht haben? Ich bin gefeuert, ich bin gefeuert. Heute ist mein letzter Tag, ich bin meinen Job gleich los. Und dann geben sie das Wasser dem Speisemeister. Und die Bibel sagt uns, der Speisemeister
kann es nicht glauben. Der beste Wein, den er je getrunken hat. Und er wundert sich und sagt dem Bräutigam, wie kannst du nur das Beste zum Schluss geben? Eigentlich macht man es genau andersrum. Und das Wasser wird zu Wein. Frage, wann ist das Wunder passiert? Als sie geschöpft haben? Nein. Am Ende kommt Wein an. Am Anfang war nur Wasser. Das heißt, das Wunder passiert irgendwo auf dem Weg. Und auch wenn es manchmal irrsinnig scheint, was Jesus sagt. Maria sagte, alles, was er euch sagt, das tut. Vertraue Jesus, auch wenn es manchmal keinen Sinn macht. Und das Wunder in deinem Leben wird auf dem Weg passieren. Und dass das Wasser zu Wein wird, ist nicht einfach ein nettes Detail für die Kinder, damit sie sich die Geschichte besser einbringen können. Ich rufe euch nochmal in Erinnerung das Bild in der Kunstausstellung. Schau nochmal genau hin auf die Schönheit Jesu und blätter bitte 3-4 Seiten nach links in Lukas Kapitel 22. Und hier kommt die Verbindung, warum wir heute über eine Hochzeit sprechen, während wir doch Abendmahl haben. Lukas Kapitel 22. Wir sind hier an demselben Abend, wo Johannes vorhin sagte, im 13. Kapitel, die Stunde war gekommen. Und Jesus wusch seinen Jüngern die Füße. Es ist dieselbe Stunde. Es ist die Stunde, in der Jesus seine Herrlichkeit, seine Schönheit offenbart. Und was sagt Jesus dort? Vers 19 und 20. Und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Das Wunder in Kana, wo Wasser zu Wein verwandelt wurde, ist ein Bild, was Jesus voraussagte für sein Blut am Kreuz. Und wenn Jesus auf der Hochzeit eine ganze Festgesellschaft die Freude rettete, damit sie sich weiter freuen konnten, dann meinte er damit, die wahre Freude auf der Hochzeit zwischen Himmel und Erde geschieht deshalb, weil die Vergebung eurer Sünden nicht durch Wasser in steinernen Krügen geschehen wird, sondern ich verwandle diese Bilder in das, was es wirklich kostet. Nämlich in mein Blut, was für deine Sünden vergossen wird. Und nur das wird dich retten in der Gegenwart Gottes. Und das, liebe Geschwister, liebe Freunde, ist die Schönheit der Liebe Gottes. Da zeigte Jesus zum ersten Mal seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Ich gehe davon aus, dass sie zum Zeitpunkt der Hochzeit noch nicht verstanden hatten, was Jesus hier eigentlich getan hat. Aber sie haben es später verstanden. Und es muss so eindringlich für sie gewesen sein, dass Johannes am Ende des ersten Jahrhunderts sich dachte, ich muss das aufschreiben, weil die Hochzeit zwischen Himmel und Erde, dass du mitfeiern kannst für alle Ewigkeit und du dich freuen kannst, auch jetzt schon im Leben, nur dadurch zustande gekommen ist, dass Jesus sein Blut für dich am Kreuz vergießt und sagt, das ist, weil ich möchte, dass du dich mitfeiern kannst und freuen kannst. Der Bräutigam hat seine Braut so lieb, dass er alles tut, um diese Braut und ihr Herz zu gewinnen. Kommen wir zum Schluss. Was machen wir jetzt mit so einer Geschichte? Das erste Zeichen, die Schönheit Jesu. Das heißt, die Jünger glaubten an ihn. Wie können wir Glauben lernen, Jesus? Bitte hilf mir, dass ich an diesem Bild
nicht vorbeigehe nach 3, 4 Minuten, sondern dass ich hinschaue, immer mehr hinschaue und dass ich deine Schönheit mehr in meinem Leben in dieser Woche erkenne. Erstens, lade Jesus Christus in dein Leben ein. Jesus war eingeladen auf eine Hochzeit. Ich weiß nicht, wahrscheinlich werden die wenigsten in den nächsten paar Wochen heiraten. Aber auch wenn du noch nicht heiratest, lade Jesus ein auf dein Fest. Heute sag zu Jesus, bitte komm in mein Leben. Bitte, wenn du keine Lebensfreude mehr hast und du dich aber freuen willst, bitte lad ihn ein, denn er kann wahre Freude schenken. Zweitens, in unserem Leben sind wir manchmal so wirklich am Ende. Und es kann sein, dass du in deinem Leben deine Freuden suchst in allen möglichen Dingen. Und du feierst und du tanzt und du jubelst und du denkst, alles ist in Ordnung. Aber ich sag dir eins, irgendwann ist der Moment gekommen und die Stunde kommt, in der dein Gefäß leer ist und dein Wein den letzten Tropfen gegeben hat. Das ist im Bild gesprochen, liebe Geschwister, liebe Freunde. Irgendwann wirst du an diesem Punkt ankommen, wo du dich innerlich leer fühlst. Und du lächst danach, gefüllt zu werden, weil du deine Fülle gesucht hast in allen möglichen Dingen, die aber irgendwann wie ein Gefäß, was unten ein Loch hat, leer sein werden. Suchst du deine Erfüllung in deinem Job? Das wird so lange gut gehen, bis dein Job irgendwann dich links liegen lässt. Suchst du deine Erfüllung vielleicht in einem Menschen und du denkst dir, ich lebe nur deshalb, weil es diesen Menschen gibt und ohne diesen Menschen bin ich niemand? Ich möchte dir eins sagen, wenn diese Menschen plötzlich nicht mehr da sind, aus egal welchem Grund, worin suchst du deine Erfüllung? Such deine Füllung in dem einen Menschen, der dir zur Seite steht, auch wenn andere dich verlassen werden. Oder suchst du deine Erfüllung in deiner Anerkennung oder in deiner Ehre und deinem Ruhm oder was auch immer? In deinem Status, in deinen Titeln? Das ist alles nichtig, es ist Haschen nach Wind. Und du wirst keine Fülle drin finden. Und dann kommt Jesus und sagt, schau genau auf dieses Bild. Und das wird dir sagen, wie viel du Jesus Christus Gott wert bist, dass er sogar sein Leben für dich gegeben hat. Es kann dir gar keinen Titel geben und kein Abschluss wird für dich sterben. Es gibt nur einen, der für dich gestorben ist. Deswegen, wenn du dich leer füllst, lass dich füllen von Jesus. Ein dritter Punkt. Denkt an dieses Hochzeitspaar. Das waren junge Leute. Das waren Jugendliche. Hier gibt es einige Jugendliche. Wisst ihr was? Dass Jesus die Hochzeit von diesen zwei Jugendlichen gerettet hat, weil sie es vielleicht nicht gut gemanagt bekommen haben, das sagt mir, Jesus interessiert sich für junge Menschen. Jesus, ist es nicht egal, wie es dir geht. Und wenn du dir denkst, das sind vielleicht nur die kleinen Probleme meines Lebens, Jesus interessiert sich auch für die kleinen Dinge deines Lebens. Und er möchte, dass du dich freuen kannst. Denken wir an die Diener. Wenn du im Dienst für Jesus unterwegs bist, vielleicht ein Gemeindebeamt bekleidest, vielleicht in der nächsten Wahlperiode irgendwas übernimmst oder in irgendeinem anderen Dienst bist. Und du dir manchmal denkst, Jesus, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Es macht überhaupt keinen Sinn mehr. Liebe Geschwister, liebe Freunde, ja, solche Momente gibt es. Und manchmal, verstandesmäßig, rational, macht es manchmal nicht viel Sinn, nach unserer Meinung, Jesu Worten zu gehorchen. Aber ich möchte euch eins mitgeben. Nimm Jesus beim Wort und vertraue ihm, auch wenn du es nicht gleich verstehst. Das Wunder wirst du bekommen, wenn du die ersten Schritte gegangen bist. Das Wunder passiert auf deinem Weg. Und zuletzt, Jesus zu folgen, ist nicht etwas, wo man mit einer ernsten Miene durchs Leben geht, denn ich bin fromm und ich erwarte den Tag des Herrn, sondern das Leben mit Jesus ist Freude, ist Hochzeit. Und weil Jesus Christus den Preis für die Hochzeit bezahlt hat, das Wasser in Wein verwandelt hat, nämlich sein Blut am Kreuz gegeben hat, das ist der Grund, warum du heute in der Nachfolge Jesu dich freuen kannst und jubeln kannst und du heute zu diesem Tisch kommen kannst und sagen kannst, danke Jesus, danke für diesen Wein, das ist der beste, den die Welt jemals getrunken hat. Das ist der Wein, der uns wirklich Freude schenkt. Das ist die Schönheit deiner Liebe am Kreuz.
Seht ihr das Bild vor Augen? Seht ihr die Schönheit Jesu? Seht ihr die Hochzeit, auf die wir warten? Das ist die Hochzeit, auf die alle Menschen warten. Und ich lade euch ein, so wie die Jünger damals, glaubt an Jesus Christus. Amen. Es ist erst 7 Jahre her, dass ich den Ruf als Lehrer nach Bogenhofen bekommen habe. Ich habe damals gerade als Pastor in einem Bezirk in Ostdeutschland gedient. Es war eine unglaublich schöne und gesegnete Arbeit. Wir durften viele Wunder erleben und sehen, wie einige Gemeinden neu belebt wurden, wie Geschwister begannen, Bibelstunden selbst zu geben oder zerstrittene Geschwister wieder versöhnten. Oder Kinder und Jugendliche, die auf einmal, statt sich für die Medien zu interessieren, für Jesus und das Reich Gottes begeistert wurden. Und viele, viele Taufen. Meine Frau und ich erkannten diese Wunder und wollten in diesen Gemeinden unbedingt länger bleiben. Die Gemeinden baten uns auch zu bleiben. Aber dennoch entschieden wir uns, den Ruf nach Bogenhofen zu folgen. Warum? Hier kann ich zukünftige Pastoren und Pädagogen mit dem ganzen Wissen ausbilden, das ich 30 Jahre in der Gemeinde, Verbands- und Projektarbeit gesammelt habe. Die Welt ist heute so kaputt. Kinder, Jugendliche und Gemeinden werden heute durch die Medien attackiert, wie dies noch nie der Fall in der Geschichte der Welt war. Aber Gott plant vor seiner Wiederkunft eine mächtige Gegenbewegung. Die Inhalte, das Training und die persönliche Begleitung, die wir hier als Team von Mitarbeitern in Bogenhofen anbieten, verändern das Leben vieler Studenten und Schüler. Und nicht nur das. Wir sehen, dass diese Menschen zu einer segensreichen, göttlichen Bewegung werden, die unsere Welt mehr denn je benötigt. Auch du kannst auf unterschiedliche Art und Weise Teil dieser wichtigen Bewegung werden.